Remo Freuler, du als Hinwiler, es kommt am Sonntag zum Duell gegen den FC Zürich. Ist das ein besonderes Spiel für dich? Nein, nicht unbedingt. Ich bin zwar bei den Grasshoppers gewesen, aber Zürich war natürlich immer ein Rival gewesen. Und von dem her nicht unbedingt ein besonderes Spiel, aber es sehr ein reizvolles, weil natürlich mein Vater zum Beispiel unter anderem früher oder jetzt auch noch ein bisschen Zürich-Fan ist. Wenn wir nochmal einen Blick zurücknehmen, das Spiel in Vaduz ist zum Anschauen nicht besonders schön gewesen. Man hat jetzt 3 Punkte mitgenommen. Zieht man da einfach den Haken oder geht man da nochmal auf Gründe zurück, die nicht so gut gelaufen sind? Klar tut man das Spiel nochmal analysieren, was ist gut gewesen, was ist nicht so gut gewesen. Aber natürlich überwiegen die positiven Sachen, dass wir dann die wichtigen 3 Punkte in Vaduz mitnehmen können. Jeder weiß, es ist nicht einfach in Vaduz zu spielen. Sie haben, glaube ich, noch kein Heimspiel verloren vor uns. Und von dem her ist es umso schöner, dass wir 3 Punkte mitnehmen können. Aber wir müssen natürlich analysieren, unsere Fehler, die wir dort gemacht haben. Wenn wir in der Fremde antritt in dieser Saison, sind die 3 Punkte, oder das weiterkommt, geht man fast sicher daheim. Läuft man am ersten Heimsieg noch nach? Könnte das Tatsache werden am Sonntag? Ja, wir hoffen es natürlich. Wir arbeiten sehr hart darauf hin. Wir sind uns gut vorbereitet. Wir wissen, wie wir den FC Zürich schlagen können. Aber trotzdem müssen wir aufpassen. Zürich ist eine gute Mannschaft. Ist ein bisschen wie ein angeschlagener Boxer. Und von dem müssen wir aufpassen. Wir haben die letzten paar Spiele auch gut gespielt. Viel Torschancen erarbeitet, kein Gold gemacht aus ihrer Sicht. Und von dem her müssen wir gewarnt sein, aber wir wissen, wie man Zürich schlägt. Und daheim hat man ja nicht nur schlechte Auftritte, wenn man das Spiel gegen GC, eigentlich gegen den FC St. Gallen. Man ist immer die dominante Mannschaft. Was hat bis jetzt gefehlt, außer das Goal natürlich? Ja klar, gegen St. Gallen sind wir klar überlegen. Dort können wir einfach ein dummes Goal über und machen sie vorne nicht. Gegen GC führst du 2-mal und wenn natürlich das nicht kannst, über die Zeit bringen, dann hast du es auch nicht verdient zum Gewinnen, aber wir haben es gut gespielt und von dem her, ich denke Zürich, sie haben das auch analysiert, dass wir die trotzdem auch stark sind und von dem her werden sie gewarnt sein. Hat man in der Offensive mit der Sperre von Dario Lescano etwas geändert? Der Marco trifft und trifft ja wieder. Ja, seit der Vertragsverlängerung trifft er wieder jedes Spiel und das ist natürlich umso schöner für uns. Ich mag es ihm unbedingt sehr gönnen, dass er jetzt wieder trifft und das ist natürlich umso schöner für ihn.